Sag mal, guckst du dein eigenes Video an und lachst drüber? Nein, nein, ich schaue mich nicht auf mein Video an und lache. Lachst du? Dieser Hahn. Lachst du mir? Ich hasse den Hahn. Ich zeige euch welchen Hahn. Ich habe Angst gehabt vor dem scheiß Hahn. Sie trinkt Wein übrigens. Geht's erstmal los zum Geburtstagsdinner von Fuego. Alter Mann Fuego, nennt ihn ab jetzt alter Mann, 30 Jahre alt. Filmst du meinen Hinterkopf oder was? Ich filme deinen Hinterkopf, nur damit wir sehen, wie gut die Haartransplantation geworden ist. Ja, wir sind auf jeden Fall unterwegs, sitzen jetzt hier im Auto. 30 Jahre auf meinen Nacken. Ja, jetzt gibt's erstmal ein Gläschen Wein. Wir sind jetzt essen, also wir haben jetzt gerade geparkt. Kaum bin ich 30, habe ich mich direkt verändert. Einfach eine Jeans an. Was ist da los? Ich auch, ich mach gleich mit Solidar. Ich bin noch nicht 30. Jetzt gehen wir erstmal essen, Freunde. Machst du den Mieter hab richtig aus? Bock. Ach stimmt, scheiße. Demenz schon, Demenz. Übrigens, Leute, das ist Parken Next Level. Ne? Wally, das ist Parken Next Level. Wir stehen wieder eins. Hauptsache, wir sind beide jetzt drin. So, Überraschung geglückt. Ich habe Serkan praktisch mit seinen Freunden überrascht aus Deutschland. Die sind hergekommen und haben ihn jetzt halt im Restaurant überrascht. Es war so ein cooler Moment. Wirklich, ich muss euch dann das Video posten. Sein Gesichtsausdruck. Er hat so einfach gar nichts geahnt und es macht mich so happy. Es einfach ein richtig schöner Tag. Es ist so schön angenehm warm. Wir sind hier gerade am Spielplatz. Es sind so viele Kinder hier. Ach, es ist einfach ein richtig, richtig schöner Tag. Und ich habe mir auch schon ein Gläschen Wein gegönnt. Und vielleicht nehme ich ihn sogar noch mit nach Hause und gönne mir da noch mehr. Einfach ein Hammertag. Sonnigen Sonntag aus Mallorca, Freunde. Das Wetter ist herrlich hier. Ich hoffe in Deutschland auch. Aber ich habe gestern irgendwo schon gesehen, dass es gehagelt hat. Also, ja, ich habe jetzt die letzten zwei Tage weniger Stories gemacht oder mich gemeldet, weil ich hatte ja auch vorgestern Geburtstag. Dann waren meine Jungs da tatsächlich als Amira, die hier hinbestellt, ohne dass ich was wusste davon. Deswegen waren es zwei sehr, sehr lustige Tage und da kam auch dann weniger. Wir sind jetzt hier auf so einem Markt. Sie hat seine Sonnenbrille ist so ein Scheiß, ey. Dann gib sie wieder her. Ich wollte gerade sagen, dass du deine vergessen hast. Ja. Auf jeden Fall. Hier, ganz entspannt auf dem Sonntag. Fühl mich wie in der Türkei. War vor unserer Haustür auch immer. Guten Morgen, Freunde. Also hier geht schon richtig ab. Wir sind uns gerade alle am Richten und fertig machen, weil wir in so eine Trampolinhalle gehen, weil das Wetter ist heute nicht ganz so schön wie gestern. Deswegen springen wir da so ein bisschen rum. Dann kann Nova auch noch mal ein bisschen krabbeln. Ich versuche jetzt auch wieder mehr Story zu machen. Also spätestens, wenn ich dann zu Hause bin, wird mir das mit Sicherheit gelingen, weil ich weiß auch nicht, im Urlaub eiert man dann irgendwie so rum und dann stellt man fest, man hat man war nicht wirklich präsent, also deswegen auch immer diese Fragerunden, wobei die extrem Nova-lastig sind. Also ich würde mich auch freuen, wenn auch mal andere Fragen kommen, jetzt außer zu Novas Schlafsituation. So viel also dazu. Ich habe dann auch einen Zusammenschnitt für euch von dem gesamten Urlaub. Werde ich dann ein bisschen was schneiden, so lauter kleine Videosequenzen. Und ja, dann hören wir uns einfach später. Was ist denn, du Otto, Alter? So ein Depp, Alter. Ich weiß, was ich mir gedacht habe. Schau, wie sie lacht. Schau, wie sie lacht. Ich denke mir, was bist du für eine Mutter? Wir haben den Papa schon wieder veräppelt. Sie lässt einfach das Kind stehen, dachte ich mir. Niemals. Läuft das Essen raus. Spinnst du? Ich habe schon ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich hier so einen Überzieher oder so einen Zipper-Hoodie dran habe. Weil, Leute, das Wetter ist schon traumhaft hier. Wenn ich die Storys so sehe, was in Deutschland abgeht, hast du da Bock drauf? Hast du Bock auf Deutschland? Hä?
Schau mal. Wow. Willst du in meine Pore rein vielleicht? Wir sind ja hier gerade bei Müller. Nova hat noch sowas wie einen Beißring bekommen. Und wir haben wirklich zwei absolut katastrophale Nächte hinter uns. Irgendwie sieht man es uns aber auch nicht krass an. Also ich habe schon Augenringe, aber nicht die, die es eigentlich sein sollten. Schatz, was ist denn das? Machst du Zeichensprache hinter mir noch nebenbei? Das wär's auch, ne? So, boah, das ist eine Idee. So Hände einfach auf den Schultern haben und die dann quasi in Zeichensprache erklären, was ich eigentlich rede. Das ist doch toll. Video, Freunde, kein Foto. Also, Salute. Ist schon? Ist schon drauf? Leute, letzter Tag, ne? Wir sind jetzt hier beim Italiener wieder. Little Italy. An der Playa, ne? Mir kann keiner sagen, ich war dieses Jahr nicht am Ballermann. Ich war sogar dreimal jetzt schon hier, ne? Einmal sogar fast im Bierkönig, aber da sind wir dann zu spät gewesen. Aber heute ist das Soft-Opening vom Megapark. Ich habe schon da ein paar Leute gesehen. Ja, vielleicht luren wir mal. Mal gucken. Todesblicke bekommen gerade. Ja, danke schön. Jemand fühlt sich richtig im Urlaub, ne? Schläft jetzt los. Ja.